Herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die zweite Staffel von The Walking Dead, der Telltale-Game-Serie. Und wir starten. Ah, cool. Die Speicherdaten der ersten Staffel werden importiert. Staffel 2 von The Walking Dead baut auf den Entscheidungen und den Konsequenzen von Staffel 1 auf. Das Spiel durchsucht jetzt automatisch bla 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 bla. Okay, das ist natürlich cool. Ach ey. Also den Scheiß, den wir quasi in der ersten Staffel gemacht haben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, plopp, könnt ihr euch das gerne vor dieser Staffel angucken. Macht ja am meisten Sinn. So, na denn. Also für den Murks, den wir quasi in der ersten Staffel gemacht haben, werden wir jetzt bestraft. Und da kommen ja noch 2 Staffeln noch danach. Also die Frage ist, ob überhaupt noch irgendwie da übrig bleibt. So, wähle Speicherdaten. Na denn, wie bitte? Previously on The Walking Dead. Ah, schön, wir kriegen erstmal ein Flashback. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. Ah, hier haben wir Lee, ne? It's how the world works now! Teil, den wir gespielt haben. Und da haben wir Clemmy. Oh. I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay. Wir mussten tatsächlich in der ersten Staffel Clementine? Die Eltern von Clementine suchen. Was so der große Oberplot. Oh. Oh. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with. Ja, you. So creepy. Die! Lee, I saw my parents. Come here, sweetie. You have to shoot me. Die Stimme von Clemmy. Oh, die süße Maus. No. Phantomid and Krista. Oh, so eine mega schwere Entscheidung, ey. So, das Herz gebrochen. So, und jetzt geht's hoffentlich mit Clemmy weiter. Tatsächlich cool, dass wir Clementine über die kompletten Seasons irgendwie begleiten und wir natürlich auch sehen, wie sie älter wird. Hoffentlich. Noch recht jung. Ne? Alles, was übrig ist. Episode 1. What do you think? Oh, Mead, you can't be serious. Ach, guck mal, Omid und we are not doing that. Why not? Ah, und sie ist schwanger. Because. Und ich wüsste ihren Namen ja nicht mehr. Interessant, weil wir hatten uns, glaube ich, in der ersten Season dafür entschieden, irgendwie zwar mit ihm mitzugehen. We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Sind's aber nicht. So Clementine, wie a little help here. Aber schön, dass wir zusammen. Omid the second. No. Omid Junior. No. You have to admit it has a ring to it. Was, wenn es ein Mädchen wird? What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. Krista hieß sie, I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Okay. Ja, und wie auch in der ersten Staffel ist natürlich hier bei der Defined Edition irgendwie die Grafik nochmal so ein bisschen überarbeitet worden. Und noch ein bisschen mehr auf Comic-Look gemacht. Vergewissere dich, dass die Toilette sicher ist. Bewege dich mit WASD, verwende die Maus. Okay. So, ich hoffe. Oh, dich. Gross. Da war Chili Montag. Die Toilette hat es nicht geschafft.
What's that? Hasi! Okay. Wo ist denn Krista? Sind wir quasi die Vorhut? Um zu checken, ob es sauber ist? Good. No one's here. Was denn des Wortes? I guess it's safe to get cleaned up. Na gut, dann lass uns doch mal schnell ein bisschen in die Sicht waschen. Haben wir oben noch Wasser? Kommt da noch Wasser an? Oh, die Mucke schon mehr, ey. Mich immer sehr mit so hat. So, ein bisschen Wasser. Auch schön Wasser auffüllen ist natürlich sehr wichtig. Eieiei, legt die Waffe nicht so weit weg. Das ist interessant, sie hat noch nicht mal geguckt, ob der Wasserhahn funktioniert. Ein bisschen. Oh shit. Nein, 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 nein. Wir gehen nicht ohne Waffe. Nein, ich will den Wasserhahn nicht anschauen, ich will die Waffe nehmen. Please have water. Ja, das war jetzt. War irgendwie absehbar. Ach, Mann. Ach, das ist doch scheiße. Na nun, weitergerollt. Wo ist denn meine Flasche hin? Ach, das... Riecht doch schon wieder nach einer Trap... nach einer Trap hier. Ew. Ja. Oh nein, mein Rucksack, meine Waffe! Sie wimmert so ein bisschen. Ich würde mich immer für einen moderaten, für eine moderate Aggression entscheiden, irgendwie tatsächlich. Wie in der ersten Season. Und nicht sofort mal auf Konfrontation gehen. Da geht's. Nein, mach doch zu. I'll see you. Get out of there. You're not fooling me. Leave me alone. Don't think I will. Why not? Are you stupid or something? Get out here. Ich weiß nicht. Also könnte eine moderate Aggression. Wir versuchen es mal, ja. Ich weiß nicht, also noch habe ich. Sie sieht recht nett aus, irgendwie. Kann zwar total falsch sein, aber ich würde ihr vertrauen wollen. Come on, let's see. Was? Das ist alles, was no, ich... That's all I have. Was ist mit den anderen Beinen? That's it? How'd you make it this long? I'm serious, what else you got? That's it. Don't lie to me, I'll pop you. Give me what you got. Vielleicht doch irrt. I'm not screwing around, come on. Please stop. Give me that hat. No! Was willst du denn mit der Mütze? I asked you a question. Mein Dad hat sie mir gegeben. My dad gave it to me. Steht doch noch ein D drauf. Just give it to me. Warum? Was willst du denn mit der Mütze? Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, kommt and jetzt more endlich Omid? Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. Schön, dass du es schon schaffst. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Nein! Echt jetzt? Echt jetzt? Das spielt ja noch keine 10 Minuten und ihr nehmt mir jetzt schon den ersten Charakter?
didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. Da lag ich ja mal eklatant falsch mit meiner Einschätzung. Oh Gott. Homie, Homie. Homie, can you hear me? Homie. Aber wir hätten jetzt dazu nicht großartig anders machen können, oder? Krass. Oh, krass. Kann natürlich auch durchaus sein, dass das ein Baba. The Walking Dead. Ja, krasse Ouvertüre mal wieder hier, ey. Menschenskinder, doch. 16 Monate später. Ah, ich glaube, es war wirklich unvermeidbar. Schau mal kurz, aber es läuft auch schön flüssig bei euch, ja, genau. Falls irgendwas ist, schreibt schnell in den Chat. Ich spüre eine leichte Distanz. Okay, sie hat schon ihr Kind bekommen. Wo ist es? Oh no. Hat sie das Kind verloren? This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. Keep trying. There's only so much I can do. Wir haben ja keine Wahl. Was willst du denn machen? Kannst du nicht. You should be doing this, not me. Tending a fire, so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise. Naja, tatsächlich. Hat sie nicht Unrecht in einer Welt wie diese? Ist eine sorglose Kindheit absoluter Luxus. Gehen wir weiter, wir müssen das Feuer machen. We can't build a big fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous when we're out here by ourselves. We need to eat, don't we? We can't survive without food. Ja, ist richtig. Aber trotzdem Jägerfeuer machen. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. Sind also auf dem Weg nach Wellington. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Es ist ja tatsächlich. Warte mal, okay. Ist es sicher in Wellington? Wird es dort besser sein? Wird es dort besser sein? It'll be better there, right? Safer maybe. So they say. But I don't know. In der Originalserie war ja aufgrund der Lokalität innerhalb der USA eigentlich auch nie Winter. Was halt nie Schnee hat, oder? Doch einmal. Einmal. Zum Schluss. Relativ zum Schluss. Ansonsten immer schön muckelig warm. Ja, ich vermisse... Ja. I wish Omid was here. Ja, vielleicht sollte man jetzt ja... Gut, das sollte ich jetzt nochmal einen Wunden poolen, während ich drückte, dachte ich just keep the fire lit. Vor allem, wo ist das Kind? Hat sie wirklich, hat sie das Kind verloren? Ja, kümmern wir uns mal um das Kanickel, ja. So, das werde ich jetzt aber bestimmt an einer epischen Quicktime-Sequenz verkacken und das Feuer wird ausheben. Was haben wir denn da? Oh, Kenny! Ein Bild mit mir und Kenny! Kann ich das umdrehen? Nee. Kenny! Und die Familie! Wie ist die Katja und... Der andere hat so irgendwie Dirk oder irgendwas, der ganz stumpfen Namen gehabt. So, hier haben wir noch ein Feuerzeug, glaube ich. Oder eine Packung Tic-Tacs, ich weiß ja nicht. Ein Feuerzeug. Ach ja, das Feuerzeug. So. Na dann, kümmern wir uns mal ums Feuer. Ich
mal alle meine Prepper-Skills jetzt hier bringen. So, wir schauen es mal erstmal an. Kenny! Ja. Knister, knister. Und nun? Naja, wird das... Wird alles nasses? Ich weiß nicht. Better, but still not enough. The flames are too low. Dann macht das Kanickelchen ein bisschen tiefer. So, hier haben wir noch ein bisschen Lock. Noch ein Lock, 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 Lock. This might burn. Auf. Wie kann ich denn das so? Ja, an so einem Hasen ist ja auch echt nicht viel dran, ne? Irgendwie. So, Zeichnung. Oh, Holzscheit verbrennen, bitte. Oh nein, muss ich mich jetzt zwischen dem Foto und der Zeichnung noch entscheiden? Oh nee. Ja, jetzt ist die Frage, machen wir das Feuer aus? Die haben Chris erwischt, oder? Ach, shit. Don't fucking lie to us! Who do you think you're fooling here? Give us the truth and you don't get hurt! You fucking with me? Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. What the Krista, fuck? Run! Hey! Hab ich mir jetzt nicht so überlegt. Oh shit. Oh shit. Okay. Was ist denn mit unserer Waffe? Oh no 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 no. Oh je. Yeah. Get the fuck over here. Now! Out here, girl. I'm not fucking around. Shit! Ah, okay, over here! God damn it! Nimm diesen Ast! Oh, whoa! Jesus, are you fucking kidding me? Okay, überhaupt nicht stressig. Oh, cool. Oh, nee. Oh, oh. Und Daumen abgebissen. Klimmi, Baby. Kick it. Alter, kann ich dir was. Are you fucking kidding me? Mann, Alter, das ist ein Kind. Was wollen die denn? Das ist... Ah, nicht schnell noch. Oh, entschuldige bitte. Oh, es gibt. Mit der Maus. Eieiei. Oh, no, 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 lass mich in Ruhe! Ih, mit Arm abgerissen! Oh. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ja, nee, ist klar. Na los, oh! Ah. Alter, das kann doch hier nicht schon binnen der ersten 20 Minuten so eine Überdramatik haben. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Oh Mann, so ein Stress am frühen Morgen, ja. Quicktime Steve, go, go, go. Naja, ich glaube, wir haben es noch halbwegs gut hingekriegt.
Das Blöde ist irgendwie, dass du, wenn du halt zum ersten Mal irgendwie ein Spiel wieder startest, irgendwie, und hier sind die Quicktimes wieder anders als beim ersten Teil, ne, musst halt irgendwie echt, musst halt mega quick sein. Das bin ich nicht. So die Idee meistert. Aber dankeschön. Diese Streichermusik ist ein Stich in mein Herz, ey. Wirklich, das holt mich so ab. Also, falls ich ab und zu mal hier so ein bisschen mit dem Taschentuch rumtupfe, dann ist natürlich meine TH-Allergie. So, hier haben wir, was haben wir denn? Hier haben wir ein Boot. Okay, schauen wir uns jetzt mal das Boot an. Ach, wir sind jetzt allein, wir haben nichts mehr. Unser Rucksack, alles ist weg. Alles ist weg. Wie alt sind wir jetzt? 10? Kids Camp. Okay. Können wir zu dem Boot? Naja, was wollen wir da drin? Vielleicht finden wir hier. Was sollen wir hier drin finden? Das ist. Ach so, ist ja so einer umgekippt. Jetzt erkenne ich es erstmal richtig. Ach, verdammte Axt. So, können wir uns hier hochziehen? Schaffen wir das? Okay, wir brauchen also irgendwas. Oh, doch. Wow. Na, die kleine Maus hat Power. Das finde ich gut. Ich bin ein Clemmy-Fan durch und durch. Krista, are you there? Toter Streuner. Da sollte man eigentlich einen großen Bogen drum machen. Das Risiko. Oh. Oh, okay. Mit einem Straßenschild. Das ist aber auch krass. Das ist auch schön. Kann man machen. Stimmt, die Leute vom Straßenamt gewesen. So, was haben wir hier? Nein, ein Kreuz. Ein Grab. Gut, können wir jetzt in den Wald laufen? Nee, können wir nicht. So, wir können ein wenig schneller laufen. Oder schneller gehen, besser gesagt. Okay, dann müssen wir doch in den Wald gehen. Oder? Haben wir hier vorne noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, natürlich ist auch die Angst, was zu verpassen, wieder da. Ne? In diesem Spiel. Was wir in 3 Kapiteln später unbedingt brauchen. Weil ansonsten dann der wichtigste Charakter stirbt. Weil wir jetzt irgendwie einen Ast nicht mitgenommen haben oder so. Ja, ein Pinienwäldchen. Pinien, nicht Pinien. Ah, oh, vielleicht sollte ich jetzt auch nicht einfach Kaffee trinken. Zwischendurch, wer weiß, was passieren könnte. Warnzeichen. Aha, Bärenschlangen, Puma, Wölfe. Wunderbar, alle dabei. Und ich mittendrin. Man versetzt sich wirklich mal in die Lage von diesem kleinen Mädchen hätte. Mutterseelen allein. Nichts zur Verteidigung bei, nichts zu essen, nichts zu trinken. Kalt. Und du weißt nicht. Du weißt nur, okay, wir wollten nach Wellington. Das ist hart. Was raschelte, können wir uns verstecken? Ich möchte mich verstecken. Los, Forest-mäßig ab in die Büsche. Nein! Ist das ein Fuchs? Hundi! Sam! Nö, knurr uns nicht an. Sei mein Freund. Na, der hat halt auch Hunger, ne? Ist auch schwierig. Hundehalsband ansehen.
Wo sind deine Besitzer? Wie heißt du? Hund streicheln. Ja. Macht's. Okay, you don't like that. Got it. Sorry. Sam hat sich das gemerkt. Oh, haben wir jetzt einen Hund? Oh, das wäre schön. What's he doing? Wir haben Bullet wieder. Hey, und what'd you unser find, Hund ist boy? Weggerannt. Where are you going? Wait up. Das wäre natürlich cool, wenn sie jetzt noch irgendwie sowas implementiert hätten, irgendwie, dass der Hund Sachen für uns findet. Also wie Bullet aus Blair Witch. Vor allem können wir echt Hello? Froh sein, dass der Hund uns nicht angreift, ne? Weil auch ein Hund hat Hunger. Der sieht jetzt auch echt abgemagert aus. Looks pretty run over. Das ist schon der Kleine, der Mauserzahn, ja. Let's look around for some food. Wieder unter dem guten Spiegel. Fable, Dragon Age, etc. Ja. Ach, Dragon Age war doch so eine fette Bulldogge, oder? So ein Bluthund. Ach, cool. So, okay, schauen wir mal nach, ob wir... Oh, finden. Können soweit mitnehmen. Ah, so ein Kasten. Karton, meine ich. Kasten. So, lief ja letztes Mal schon süd. Das war irgendwie so ein Karton mit Lebensmitteln irgendwo rausgenommen haben. Oh, die Familie von Sam. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Schauen wir doch mal. Aber... Oh, das Zelt sieht doch fertig aus. Das ist ein Mr. Brokkoli, Alter? Nothing edible. Ach, sehr geil. So, okay, schauen wir mal ins Zelt rein. Zelt. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe ja, der Hund müsste eigentlich was erstmal wettern, wenn es jetzt nicht die Büchse ist. So, dann mal hier. Frisbee? Können wir ein bisschen spielen? Ja. Lass uns ein bisschen mit Sam spielen. Hey, wanna play? Wanna play catch? Flup. Okay, bring it back. Persönliche Bindung aufbauen, eine emotionale zu dem Hund. Wir sind jetzt dein neues Frauchen. Good boy. Good boy. Good boy. Na komm, nochmal. Immer noch. Und dann suchen wir weiter nach Essen. Wanna go again? Na, wusste jetzt gerade selber nicht so richtig. Na, will ich nochmal, will ich nicht? Oh, die Frage ist jetzt, können wir das Spielchen übertreiben? Wäre gut, wenn wir es übertreiben oder nicht? Diese Entscheidungen! Diese Möglichkeiten! Immer, aller guten Dinge sind drei und dann ist auch gut. Vielleicht fliegt ja das Ding jetzt irgendwo hin, wo er irgendwas findet. Go get it, boy! Ja, dann macht er noch weiter weg. Darn. It was good while it lasted, though, right? Yeah, you're right. Shouldn't waste the energy anyway. Na gut, okay, hier vorne haben wir noch. Ah, die sieht schon ziemlich leer aus, die Dose. Schöne Ravioli-Büchse. Empty. Better keep looking, boy. So, na dann weiter geht's. Schauen wir mal ins Zelt rein hier. Ja, jetzt sieht sofort, das ist ein 19 Euro Zelt. Das kann ich halten. So, ja, theoretisch. Oh ja, hast du was gefunden? Hey, boy, what's the matter? Nicht doch. We have to be quiet. So, aber ich will mir nochmal ganz kurz hier den Grill angucken. Vielleicht ist. Oh nein, hier vorne Licht. Ein angebundener. Ach du Scheiße. Ja, das sieht nicht gut aus. Na dann gucken wir uns doch mal hier den Beißer an, der hier vorne. An den Zaun. Das ist Montagmorgen auch für mich. Ne? An den Baum gekettet ist. Und wir haben hier ein Messer, aber er lebt noch. Das ist wahrscheinlich. Zieht schnell raus. Nee, er ist nicht tot. Nein, Clemmy! Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. Wie
Geh doch nicht an die Seite ran. Geh doch an die andere Seite ran, wo du das einfach rausziehen kannst. You're smarter than all of them. Finish him. Okay. Mach's doch mit der Spitze, Mausi. Leute, zelebriert es doch nicht noch so. Rar. Tut mir leid. Okay, gut. Ich denke, vielleicht, also ich würde nochmal zuschlagen, also zustechen jetzt, aber... We just have to stay out of their reach.